nicht mitten in Nordamerika, sondern mitten in Krimma. Hier wird heute das große Pow-Wow gefeiert, ein Treffen ganz in indianischer Tradition. Hier in diesem Zelt wird gleich der Höhepunkt des Pow-Wows stattfinden, die große Eröffnung. Dafür ist ein ganz besonderer Ehrengast angereist. Er hat schon in unzählbar vielen Indianerfilmen mitgespielt. Die Rede ist von Gojko Mitic. Ich finde, das ist ein tolles Erlebnis, dass die Jungs mich hier wirklich als den höchsten, sagen wir mal, Amt mir übergeben haben. Und ich durfte vorne die Fahne tragen sozusagen. Ja, das finde ich eine tolle Sache. Wir haben die große Freude, dass Gojko Mitic dieses Jahr hier Ehrengast unseres Pow-Wows ist. Er hat diesen Grand Entry angeführt und er hatte die Ehre, sozusagen die Fahne der indianischen Stämme, den Adlerfederstab, zu tragen. Das Pow-Wow ist ein modernes indianisches Tanzfest, was seine Tradition schon in der alten indianischen Kultur hat. Es geht im Grunde genommen darum, dass die Indianer ihre heutige Kultur vorzeigen wollen und auch danach tanzen. Es gibt verschiedene Tanzkategorien. Jede Kategorie hat ihren eigenen Charme und ihre eigenen Tanzschritte und Tanzchoreografien. Und das ist so toll, immer wieder zu sehen, wie man sich, sag mal, diese Indianistikgruppen mit ihren mit der Geschichte der Indianer befassen. Ich sehe diese Kostümierung, diese Perlenstickerei und alles. Es ist ungeheuer zeitaufwendig. Ich war als kleiner Junge ein sehr großer Fan von ihm. Darüber hinaus hat er eben als Indianerdarsteller ein sehr gutes Bild von den Indianern gezeichnet. Ich habe als junger Mensch habe ich die Filme alle verfolgt und ich habe auch sehr, sehr gerne die Bücher gelesen. Gojko Mitic finde ich heute noch klasse. Ich habe schon als Kind gerne Indianerfilme gesehen. Ja. Jetzt sind meine Jungs begeistert davon. Wir haben gestern Ulzana gesehen von Gojko Mitic. War sehr spannend und interessant. Indianische Kultur hautnah erleben. Mit Tanz und Musik haben sich die Fans der indianischen Kultur und Gojko Mitic auf das Krimma Pow-Wow 2010 eingestimmt.